So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ab durch die Hecke. Heute gehen wir durch die Kanalisation, wo es nicht nur stinkt, sondern wie es aussieht auch gefährlich ist. Denn hier erwartet uns ja schon die Ratten, das Zuhause von ihnen ja. Ratten lieben es ja in der Kanalisation, warum auch immer. Doch, wir müssen leider hier durch, also Platzer. Lustigerweise finde ich immer, dass das Bild unten links sieht gar nicht aus wie eine Ratte für mich. Sieht ja fast aus wie ein Biber. Oder? Aber ich finde voll, das sieht überhaupt nicht aus wie eine Ratte. Alles andere, aber keine Ratte. So, ja gut, relativ langweilig finde ich gerade. Einfach nur gegen 8 Ratten kämpfen. Und vor allem, die bewegen sich zu viel hier. Aber gut, das haben wir ja gleich hinter uns, da können wir gleich weiter. Denn die Kanalisation ist ja etwas interessanter, als manche Leute denken. Schade, dass es hier eigentlich keine Krokodile gibt. Das hätte sich fürs Spiel angeboten, wenn der Typ auch mal ein Krokodil genommen hätte und auf ihn einer dieser Helme aufsetzen würde. Dann hätten wir ein großes Problem. Aber leider kommt hier kein Krokodil vor. So, nächste Passage. Es hieß ja, löse keinen Laser aus, gell? Ah, okay, löse keine Falle aus, ist dasselbe. Daher versuchen wir mal hier durchzukommen, ohne eine Falle auszulösen. Sehr gefährlich, dabei ist das, wie ich diese Viecher hasse. Alter, wie soll ich denn hier kämpfen? Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen die kämpfen soll. Gehe ich einfach vorbei. Ich ignoriere die jetzt einfach, weil hier kann ich nicht gegen die kämpfen. Sonst werde ich ja dauernd erwischt von diesem Laser. So, hier wieder ein paar Ratten. Und ihr habt ja gesehen, diese blöden Elektroviecher. Ich hasse die. Und zwar? Ja, da ist er schon. Wie der Typ einen stressen kann. Der kann nämlich einen immer wieder mit dem Elektroschock erwischen. Man kann nichts dagegen tun, wenn er einen in der Hand hat. Und der Typ mit dem Eiskanone regt auch auf. Eis ist nochmal gegen was effektiv? Oh, falsches Spiel, Entschuldigung. So, der ist schon mal weg, dann können wir nicht weiter. Natürlich die Kamera hier grandios. Und ich sehe gerade die Chips, habe ich total übersehen. Alter, warum werde ich erwischt? Ich habe das Laser doch gar nicht berührt. Toll. Schon wieder eine optionale Mission nicht geschafft. In letzter Zeit stelle ich mich auch aber auch an. Und hier kommt die Feuerwehr. Platz machen. Hier sogar mit Leuchtschild-Dings da. Genau. Hier kommt die Feuerwehr. Und mal wieder eine weitere Falle. Und diesmal kommen auch diese Elektroviecher mit. Was sind denn das eigentlich? Wiesel? Kann oder Wiesel? Die selbst, gell? Jedenfalls die Viecher einfach. Aber schon interessant, was der alles schafft, oder? Weil ich meine, wenn er die... Der kann ja sie nicht nur kontrollieren, der kann sie ja so intelligent machen, dass sie sogar sowas benutzen können. Wie eine Eiskanone und diesen Elektroschocker. Den ich hasse. Also nicht nur Gedankenkontrolle ist es, sondern auch Intelligenzverstärker. Das sollte schon praktisch sein. Ich meine, bei so einer Arbeit, BWL-Arbeit oder so, könnte es gut gebrauchen, sowas. Obwohl, nee, in BWL nicht, da bin ich zu gut. Lieber in Mathe oder in Englisch, da bin ich schwächer. So, gehst du mal down. Danke, und wir können weiter. Ja, jetzt aber. Ah, und das wird Spaß machen. Richie, komm her. Denn jetzt geht's ab. Oh, nicht wieder rausgehen. Naja, das Tor geht zu da vorne. Und wir dürfen kämpfen. Oh, jetzt krieg ich den Trick nicht hin. Wolltest du zusammen kämpfen? Alter! Ich komm jetzt auf den drauf. Nee, es wird nichts. Dann mach ich halt alleine im Rundgang. Beziehungsweise es gibt ja einen weiteren Trick, wie man es machen kann.
Man kann entweder im offenen Kampf gegen die ein bisschen rummachen. Sind ja 24 Stück, also nicht gerade so leicht. Oder man stellt sich irgendwo hier am Rand auf. Also nicht so wie ich, sondern schon richtig. Also nicht so wie ich, sondern hier richtig. Genau. Und dann ist die hohe Wahrscheinlichkeit... Okay, ich dachte eigentlich, sind so dumm und fliegen runter. So, was ist mit dir eigentlich los, Richie? Komm, steh auf. Bam! So, damit haben wir ein paar Down gekriegt. 12 von 24 besiegt, sind also noch die Hälfte. Und das finde ich interessant. Warum gibt es sowas in der Kanalisation, so eine große Platte? Denke ich mal, völlig unnötig, oder nicht? Oder hat die irgendeinen Nutzen? Wir hatten ja vor kurzem einen Feuerwehrhelm gerade noch auf. Gut, zählt auch als besiegt, wenn er runterfällt, von daher ist mir wurscht. Alter! So. Ratten sind mir ja wurscht, die sind ja sowieso schwach. Aber nicht dieser Elektrofisch. Regt so auf. So, der nächste bitte. Noch 4 Stück sind, dann haben wir es gleich. Und dann können wir endlich zu den Connors. Was, der ist schon wieder down? Wie schafft denn der das immer? Ah, schade, ich dachte, die fallen runter. Leider nicht den gewünschten Effekt. So geht's auch. Hier lang, wir sind fast woanders. Das ist gut. Dann gehen wir mal nach woanders. Gut gemacht, Richie. Klasse. So, hier müssen noch ein paar Kekse sein, oder CD, oder beides. Kekse und Chips, keine CD. Und geschafft. Optionale Mission muss ich mal wieder nachholen. Muss ich aber, denke ich, auch nicht zeigen. Ist ja simpel. Und ja. Ab geht's zu den Connors endlich mal, gell? Wie es in letzter Zeit immer heißt, löse keinen Laser, löse keine Falle aus. Ich gebe mir langsam auf den Keks. Das ist immer die schwerste optionale Mission. Löse keine Falle aus. Zählt das eigentlich auch als Falle hier? Weil da sind ja diese Druckplatten. Da kommen ja Käfige raus und da sind, denke ich, hier noch mehr. Pass mal lieber ein bisschen auf. Hier schon mal nichts. Ja, auch nichts. Bei der CD müsste eine sein. Genau, und da kommen schon die Maulwürfe. Auf die habe ich gewartet. Oh, eine Weihnachtsmütze. Hey, ist das ein Spaß. Das ist ein Albtraum, habe ich recht? Und bam. Na, schade. Hat nicht lang genug gereicht. Allerdings konnten wir fast schwächen. Und das ist ja auch schon was Gutes. Schon noch ein bisschen mehr Energie. Komm. Sonst kommt gleich der Weihnachtsmann und gibt euch nur Kohle. Der sieht dauernd diese blöde Attacke ein, der Depp. Da kann ich meine Attacke nicht machen, wenn er sie dauernd wegschlägt. Doch das ist, denke ich, nicht mal das Fieseste. Vielleicht kommen noch nervigere Gegner. So, noch einer weg. Noch einer. Und du auch noch. Jetzt geht doch. Was hab ich gemacht? Mann, spannender seid ihr auch nicht, gell? 4 Maulwürfe, Alter, die kriege ich auch locker da. So. Was glaubt der Maulwurf, wer er ist? Und was hat er da überhaupt? Ist doch egal, er hat ein Geschenk für uns. Das ist aber ein netter. Ich korrigiere, es ist mit Sicherheit für uns. Ah, genau, da sind die neuen Gegner. Die Maulwürfe mit den Bomben. Ups. Na, ich hoffe mal, das zählt nicht als Falle. Naja, wie ihr seht, werfen die wie verrückt Bomben, aber immer an derselben Stelle. Die Bomben können wir wegschlagen und dann den Maulwurf auch attackieren. Kommst du mal her? So. Jetzt können wir ihn bearbeiten, solange wir ihn draußen haben. Aber schnell beeilen, denn er wird sich wieder verstecken wollen. Und das ist kein Spaß, die mal hinterher zu jagen. So.
Eigentlich haben wir es November. Aber gut, die Weihnachtsmütze ist ja trotzdem schön. Vor allem Weihnachtssachen werden ja so früh immer verkauft. Ich meine, wie im Oktober schon haben die angefangen, hier Weihnachtsplätzchen und so Sachen zu verkaufen. Ich meine, was soll das? Kauft es irgendeiner eigentlich? Also ich nicht. Ich kaufe Weihnachtssachen erst... Ja, kurz vor Weihnachten. So, ja, Dezember oder so. Aber davor habe ich nichts mit Weihnachten am Hut. Ist ja nur Geldmacherei von der Industrie. Das finde ich so blöd. So, zwei Sachen fehlen uns noch. Zwei Viecher. Und da sind sie auch. Aber wie gesagt, die Bomben können fies sein von denen. Besonders wenn sie mehrere werfen und wieder in Verbindung mit anderen Gegnern kommen. Und dann können sie uns wegschleudern und... Ja, die anderen Gegner können uns bearbeiten und wieder bliblablub. Und das sage ich häufig, gell? Bliblablub und Alter. Wie gesagt, ich hoffe, das zählt nicht als Falle. Und wenn doch, dann muss ich es wieder offscreen nachholen. Und meine Kappe ist weg, ey. Mit den Bomben können wir, denke ich, auch andere Gegner und Gegenstände verletzen, beschädigen. Aber ja, ist relativ schwer mit dem zu zielen. Und zudem muss man auch noch Dinge. Ja, die Ruhe haben zu zielen. So, eins von drei. Da ist das zweite. Und das dritte müsste... Wo ist denn das? Da ist es ja. Dann schaffen wir mindestens diese optionale Mission. So, da sind wieder Druckplatten. Aufpassen. Hier sind wieder ein paar Extras und hier sind unsere geliebten hier Bewegungsmelder. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Hier gibt es aussieht auch nur in Häusern. Diese Topfpflanze will uns dann attackieren natürlich. Deswegen steht sie so unauffällig da. Ich springe ja immer gern drüber, als zu schleichen. Genau, geht viel schneller. Und ist auch sicher, wie man sieht. Kann ich das jetzt essen? Kann ich? Ja. So, ein Pool, wie schick. Ich finde auch diesen Tiki-Look. Mit den ganzen Fackeln und dem Tiki da vorne. Finde ich richtig schön gemacht. Ich mag so einen Style. Würde ich auch gerne in den Garten haben, wenn ich einen Garten hätte. Hey, danke für das Loch im Käfig. Ich hätte es ja selber gemacht. Aber ich krieg diese schrecklichen Apathieanfälle. Kein Problem. Da fällt mir ein, könntest du uns sagen, wie wir drüben in das Haus kommen? Du als schlauer Blauherr? Kann ich? Kann ich? War die Frage missverständlich? Ich kann's dir nicht nur sagen, ich kann's dir zeigen. Beobachte und lerne die große Kunst des Betretens menschlicher Häuser. Lektion 1, das offene Fenster. Hey, Schmerzen! Zu lehren heißt... zu lernen. Genial. Rennstrecke 3 freigeschaltet. Löse keine Falle aus. Cool, es hat doch nicht gezählt, diese blöden Käfige. Und wir sind im Haus der Connors, auch wenn Rufus es uns nicht ganz zeigen konnte. So, damit sind wir endlich im Haus der Connors und können im nächsten Part endlich uns das verdiente Futter holen. Also, auf keinen Fall verpassen. Bis dann. Ciao.